Am 21.09. feierte der Bundesnachrichtendienst, das ist jener Geheimdienst, der auch mit dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, der auch mit dem CIA, dem US-amerikanischen Geheimdienst zusammen kooperiert, wenn es gegen Linke geht, der hier in der Chausseestraße sitzt und über 6000 Mitarbeiter sein eigen nennt, also mehr als das Außenministerium, gefeiert hat und der Steuerzahler hatte das zu bezahlen, auf dem Oktoberfest. Ein ganzes Zelt für 30 elitäre Mitarbeiter, die Linke und Demokraten bespitzeln und die sich da treffen und mit anderen Geheimdienstleuten Rumba Humba Tedere und Hopsasa auf dem Oktoberfest gemacht haben. Der Bundesnachrichtendienst hat dadurch nicht gesagt, was diese Feier gekostet hat. Es werden einige zigtausend gewesen sein für eine ganz kleine elitäre Truppe, die Sie und die mich bedrohen.